Der Kirchenpavillon der evangelischen Bonner Kirchenkreise ist umgezogen. Da der Friedensplatz total umgebaut wird, fiel der Pavillon dem Bagger zum Opfer. Nun gibt es ihn wieder. 500 Meter entfernt vom alten Platz ist sie wieder neu entstanden, die gläserne Kirche des evangelischen Kirchenkreises Bonn, der Kirchenpavillon. Seine Einweihungsfete sollte bestätigen, wir lassen uns weiterhin hinter die Kulissen schauen und öffnen Tor und Tür für jedermann. An diesem Wochenende galten die Aktionen und Feiern dem kurdischen Volk. 1,5 Millionen Kurden wurden zwischen den beiden Weltkriegen in die Türkei deportiert und verfolgt. Zuverlässige Bevölkerungsziffern für die Kurden sind heute schwer zu ermitteln. Allein 2000 Kurden leben in Nordrhein-Westfalen im Exil. Erlös aus Flohmarkt und Sammlung sollen bei einem ganz besonderen Projekt helfen. Der Vertreter des kurdischen Institutes Bonn, Jekta Geiland, erklärt das Vorhaben. Versuchen wir, gesamte Bibel übersetzen. Und für die christlichen Kurden versuchen wir von der Serie, was uns die Bibel erzählt, Bildbände herzustellen. Und für die, das ist eben für die Kurden, die lesen und schreiben können. Für analphabete Kurden versuchen wir, diese Texte auf Tonbände aufnehmen. Und so wollen wir diese christlichen Kurden erreichen. Gibt es noch viele Sprachen, in die die Bibel nicht übersetzt wurde? Nein. Also nach meiner Kenntnis nach, es gibt ungefähr mehr als 2000 Bibelübersetzungen und kurdische Sprache ist größte und einzige Sprache der Welt, wo noch keine Bibel vorhanden ist. Bisher ist nur das Lukas-Evangelium vollständig übersetzt. 13 Jahre rechnen die Übersetzer, bis die gesamte Bibel ins Kurdische übersetzt sein wird.